Hallo, meine Lieben, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zum ersten Part meines großen Balboa-Guides hier bei Reft. Meine Lieben, schön, dass ihr alle reinschaut und schön, dass ihr alle dabei seid. Ich habe mir vorgenommen, meinen großen Balboa-Guide. Jetzt geht es ja wirklich um die Insel Balboa. Ich habe schon in die Tutorials, habe ich euch schon die erste Insel gezeigt. Ich kann es euch nochmal ganz kurz aufblättern. Wir waren schon beim Radio Tower, da habe ich schon einen schönen Guide drüber gemacht. Dann waren wir auf Wasagatan. Da habe ich auch schon einen Guide drüber gemacht, schon einen ziemlich großen. Und bei Balboa Island ist es tatsächlich so, dass Balboa Island so groß ist, dass ich diesen Guide in ein paar Parts aufteile, und zwar drei Stück. Es geht im ersten Part, geht es reinweg um die Vorbereitung. Was braucht man da dazu, beziehungsweise was braucht ihr mindestens, um auf die Insel Balboa zu kommen, beziehungsweise euch da drauf ein ganz kleines bisschen das Leben einfacher zu machen. Und dann die nächsten zwei Parts, also Part 2 und Part 3, geht dann reinweg um Balboa. Im Part 3 zeige ich euch dann die verschiedenen, wie soll ich das sagen, die verschiedenen neuen Items und so weiter und so fort. Und im Part 2 kümmern wir uns wirklich reinweg darum, dass wir auf der Insel Balboa anlanden und das wird uns dort ein ganz kleines bisschen zurechtfinden und so weiter, weil die Insel ist so groß und so unübersichtlich. Es ist der absolute Wahnsinn, mit dutzenden Wegen bestückt. Glaubt mir, der eine oder andere hat sich da schon richtig verlaufen und hat dort aufgrund dessen dieses Spiel einfach nur aufgegeben. Finde ich sehr schade, deshalb versuche ich euch hier die Angst zu nehmen und wir rocken zusammen Balboa. Okay, jetzt machen wir mal so. Wir haben jetzt hier, ich habe jetzt hier so zwei, drei Dinge vorbereitet, wo ich sage, das bräuchtet ihr unbedingt als Vorbereitung. Ich habe da noch so einen kleinen Tipp für euch in der Mitte. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Wenn ihr euch Richtung Insel Balboa aufmacht, braucht ihr dann mindestens eine Flasche. So eine leere Flasche braucht ihr auf jeden Fall. Die kann man mit viel Wasser füllen. Jetzt geht es erstmal um Speisen und Getränke, ne? Ganz, ganz wichtig. Also, als allererstes stellen wir uns so eine Flasche her. Die Flasche kann man mit 5 Schluck Wasser befüllen. Das zeige ich euch auch gleich. 1, 2, 3, 4. Für 5 wollte ich gerade sagen. Ah, das wird nichts, weil wir müssen erst nochmal auffüllen. Ihr habt aber hier unten anhand dieser kleinen Leiste im UI gesehen, unter der Flasche, dass man hier genau 5 Schluck reinpacken kann. Also 5 Schluck Wasser ist im Prinzip, das füllt einmal komplett euren Durst auf, ne? Mit allem drum und dran, beziehungsweise schon ein bisschen mehr. Das wird euch in jedem Falle das Überleben, beziehungsweise die Zeit auf der Insel deutlich, deutlich erweitern. Ne? Das ist schon mal Fakt 1. Bitte denkt an die Flasche. Als zweites muss ich euch ganz ehrlich sagen, mit den normalen Speisen und Getränken kommen wir hier nicht hin. Es sei denn, ihr habt es noch nicht gefunden, dieses Rezept für die Küche. Wir möchten jetzt, beziehungsweise möchte ich euch jetzt helfen und das und die Küche aufbauen. Wenn ihr die Küche sucht, dann scrollt mal gerade ein bisschen weiter runter und dann werdet ihr hier unten, dieses netteste Safter, werdet ihr hier unten gleich das Rezept für die Küche sehen. Das hier, das ist der Topf, oder ich sag's Küche. Was braucht man da dafür alles? Um die Küche, dieses Rezept zu erlernen, bräuchtet ihr eine Planke, was ihr hier reinpacken müsst, Kunststoff, einen Metallbarren, einen Bolzen und Clippy. Die drei letzten, die Metallbarren, den Bolzen und die Clipper, also ich sag mal die Rohstoffe dafür, das sind ja im Prinzip die verarbeiteten Materialien dazu. Seetang findet ihr an kleineren Inseln, da entsteht dann der Clipper draus, und ganz normales Metall findet ihr an jedweden Felsformationen, auch an den kleinen Inseln. Und dieses Erz könnt ihr dann schmelzen und dann bekommt ihr Metallbarren raus, und dann mit dem Metallbarren könnt ihr auch die Bolzen herstellen. Also das ist alles kein Problem. Fahrt da ruhig mal eine kleine Insel an und grast mal ein bisschen diese Inseln ab, und dann könnt ihr hier ganz, ganz schnell, kommt ihr hier an dieses Rezept für den Topf. Warum den Topf? Weil dieser Topf gibt euch Speisen an die Hand, wo ihr sehr, sehr lange mit diesen Speisen gut genährt bleibt und sehr, sehr lange auf Erkundung gehen können. Und das bei relativ geringem Platzverbrauch im Rucksack. Das muss ich euch noch dazu sagen. Also machen wir es jetzt mal so. Ich habe als Alternative den Grill aufgebaut und habe hier noch eine Wassertränke hingestellt. Das ist alles kein Problem. Das zeige ich euch dann auch noch, warum ich das aufgebaut habe, weil ich habe mir noch, ne, mittendrin ist so einen kleinen Kniff für euch vorbereitet. Was machen wir jetzt? Wir brauchen jetzt hier 4 Kletterpflanzen-Clipper. Da gehen wir gerade mal hier rüber. Ich habe hier, ne, ich habe hier so ein paar Vorräte zusammengebastelt hier in der Mitte, und das einfach unser Überleben ein bisschen erleichtern soll. Also, jetzt gehen wir mal rein. Was brauchen wir für den Topf? Wir brauchen 6 Planken, 6 Kunststoff, 2 Barren, einen Bolzen und 4 Clipper. Die haben wir. Damit ist die Küche gebaut. Guckt mal, und so sieht das Teil aus. Also, es sieht wirklich aus wie eine kleine Küche. Das Ding würde ich sehr, sehr gerne hier dran drapieren. So hier. Bruce und Bruce. Na, einfach wieder mit dem Pfeil rein. Einfach wieder mit dem Pfeil drauf schießen und alles ist gut. Hier bauen wir dann nochmal schnell das Ding her. Das reparieren wir mal schnell. Alles gut. So.
Jetzt haben wir die Küche aufgebaut. Wichtig für die Küche, um hier irgendwas erstmal zu basteln, man braucht Rezepte. Ja, dann brauchen wir Rezepte dazu. Und guck mal, ich habe ja schon einige Rezepte vorbereitet für euch. Und zwar nehmen wir gerade mal die Flasche raus und den Heikopf. Das brauchen wir jetzt alles erstmal nicht. Auch die Flasche kommt raus. Und diese Rezepte, ne, diesen einfachen Eintopf oder ja das Sushi oder, das könnt ihr jetzt hier hinten bei der Küche hier rantrapieren. Da passen, wenn ihr es gut macht, passen mindestens 6 oder 7 Rezepte hin. Ne? So wie es aussieht. Also, ich denke mal, wir kriegen hier 7 Rezepte hin. Das ist kein Problem. Und hier zum Beispiel haben wir schon die Wahl zwischen dem Sushi, zwischen dem Pilzomelett und hier Rezept einfacher Fischeintopf. Ne, das ist ganz, ganz einfach. Deshalb mein Geheimtipp an dieser Stelle, wenn ihr euch ein paar Speisen hier über die Küche zurecht machen wollt und ein bisschen Vorbereitungszeit habt, dann baut bitte eine Metallangel. Die ist relativ einfach herzustellen. Moment, ich muss gerade mal gucken. Hier, ne, in den Werkzeugen. Und hier gibt es dann die Angelruten. Und das ist die Metallangel. Braucht nur einen Bolzen, 8 Seile und 3 Schrott. Und dann könnt ihr hier angeln, was das Zeug hält. Ich habe ja schon ein bisschen was vorbereitet. Guckt mal. Das ist das, was ich bis jetzt in ein paar Minuten. Das dauert wirklich nicht mehr. Ich habe das in ein paar Minuten für euch geangelt. Und das könnten wir jetzt mal benutzen, um zum Beispiel uns so ein Gericht in der Küche bzw. am Topf herzustellen. Ne? Dazu auch noch gleich 2 kleine Tipps dazu. Was machen wir ganz einfach mit der Angel? Ihr müsst die bauen, dann linke Maustaste auswerfen, dann müsst ihr hier ganz kurz warten. Und sobald hier unten das anschlägt, ne, und sobald hier kommt, dass man klicken muss. Ja, das war jetzt, ja, der Wellengang ist zu hoch. Aber kein Problem, das kriegen wir schon hin. So, passt auf. Gleich. Zack. Ne? Und jetzt linke Maustaste drücken und schon haben wir eine rohe Makrele gefangen. Ganz, ganz einfach. Die Angel verschleißt ganz normal wie alle anderen Werkzeuge und so weiter und so fort. Und dann, ich glaube, nach 20 Angelversuchen müsstet ihr dann oder solltet ihr dann eine neue Angel bauen, weil die dann leider kaputt ist. So, was machen wir jetzt? Und zwar möchte ich euch zeigen, wenn ihr angelt, dann habt ihr manchmal die Chance auf einen großen rohen Welt beziehungsweise hier auf einen rohen Lachs. Diese Teile würde ich euch bitten, nicht zu verarbeiten in der Küche, weil das sowieso nicht geht, sondern diese Teile könnt ihr hier auf den Grill legen. Der Grill ist so ein Zwischenprodukt. Ich sag mal, das ist nach dem einfachen Grill ist das die fortgeschrittene Variante, was auch schon Metall benötigt. Und nach dem Grill, ich sag mal als Tier 3, also als nochmal Upgrade, kommt dann einfach die Küche oder der Topf mit ins Spiel. Das heißt, Stufe 1 einfacher Grill, Stufe 2 fortschrittlicher Grill und die Stufe 3 wäre dann halt der Topf. Na, so sind halt die Speisen und Getränke, beziehungsweise die Speisen werden dann halt immer nachhaltiger und immer besser. So, was machen wir hier mit dem Grill? Ganz einfach, schaut mal. Wir legen jetzt einfach so einen großen Wälz hier drauf. Der gart jetzt komplett durch. Und das Geniale an diesem großen Wälz ist, dass ihr mit diesem Fisch dreimal könnt ihr dazu beißen. Also ihr könnt den Fisch, ihr verzehrt er nicht mit einem Mal, wie zum Beispiel hier bei so einer Rübe. Ne? Da könnt ihr einmal draufklicken und dann habt ihr eine Rübe gegessen. Nein, diesen Fisch könnt ihr dreimal anknabbern. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht nur bei dem Wälz so hier, sondern das ist auch bei dem Lachs so. Diese zwei Fische sind große Fische. Große Fische könnt ihr immer, ne? Könnt ihr immer mehrfach essen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Jetzt lassen wir das mal durchgaren, das Ding. Und dann zeige ich euch mal, wie das fertig aussieht, dieses Produkt. Und dann machen wir dasselbe auch mit dem Lachs. So, und in der Zwischenzeit, gucken wir mal, was haben wir denn alles so am Start? Haben wir denn Pilze irgendwo? Gucken wir mal, hat man irgendwo schon mal in der großen Insel? Ja, guck mal. Also, dann nehmen wir das mal. Dann werden wir jetzt ganz einfach mal dieses Pilzomelett zubereiten. Dazu brauchen wir 2 Eier, einen Pilz und eine Kartoffel. Also ganz, ganz einfach eigentlich. Jetzt sehen wir das schon irgendwo. Eine Eier haben wir ja auch schon. Also, da brauchen wir 4 Eier. Warum überall das Doppelte? Zeige ich euch auch gleich. So, das ist von jedem Ausgangsprodukt jetzt das Doppelte. Das hat nämlich eine kleine Bewandtnis, diese Küche hier. Zuerst platzieren wir Planken unten drunter. Dann benötigt ihr, um das hier abzuschöpfen, benötigt ihr die sogenannten Tonschalen. Da braucht ihr dann einfach Ton dazu und dann müsst ihr euch ein paar Tonschalen herstellen. Nur so bekommt ihr auch diese Sachen hier raus. Ich überlege gerade, wo ich das hingepackt habe. Hier, ne? Ton. Ne, Tonschale. Wir können ja hier schön bei Rev direkt aus den Kisten bauen. Und dann habt ihr hier unten die Tonschalen. Da werden gleichzeitig mit 2 Einheiten Ton 4 Tonschalen hergestellt. Und so sieht er aus. Guck mal, das ist doch gegarter Wels. Und jetzt hauen wir hier nochmal den rohen Lachs drauf. Ne, der gegarter Wels, das sieht jetzt tatsächlich so aus. Ein riesengroßer Fisch.
Und das Geniale ist dran, schaut mal, wenn wir den jetzt anwählen, dann knabbern wir einmal dran und der wird auch nur einmal verbraucht. Ne? Und wenn er nur einmal verbraucht wird, meine Lieben, ist es tatsächlich so, dass wir hier noch zwei Bissen übrig haben von dem großen Fisch und erst dann wird er komplett verbraucht. Hier müssen wir noch mal ein paar Planken platzieren. Alles gut. Also beißen wir noch mal zweimal an. Na, zeige ich euch. So, jetzt haben wir noch mal an den Fisch rangeknabbert und jetzt knabbern wir noch mal an den Fisch. Und jetzt ist er erst weg. Deshalb habe ich gesagt, der Fisch hat drei Aufladungen und da könnt ihr eigentlich nichts verkehrt machen. Ja, also macht mega Spaß, vor allem mal für schnell zwischendurch so einen großen Wels oder so einen Lachs mal zu grillen auf dem großen Grill. Macht unheimlich schnell satt. Ihr seht es unten links an der Essensleiste. Wir kümmern uns jetzt aber um die Küche. Und zwar diese drei Zutaten. Die müssen wir erstmal raus ins UI packen. Ganz, ganz wichtig. So, und dann müssen wir die, egal wie, auf diese vier Blätter drauflegen. Ne? Also, was brauchen wir? Eine Kartoffel, zwei Eier, ein Pilz. Also, zwei Eier, ein Pilz und eine Kartoffel. Wenn das jetzt alles so drauf ist, wie auf dem Rezept beschrieben, dann klickt hier einfach mit E rein und schon beginnt das zu kochen. Und jetzt kommt der Hammer. Ihr müsst hier keine Zeit verlieren. Warum? Weil ihr diese Rezepte, wenn ihr das Doppelte genommen habt, vorne aus den Kisten raus, könnt ihr hier gerade das nächste Rezept einfach wieder hier drauflegen. Dann könnt ihr das hier durchgaren lassen und dann haut ihr das nächste Rezept gleich mal hier rein. So habt ihr einen relativ großen Zeitvorsprung, also verbraucht keine Zeit und habt im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne? Das ist ganz, ganz einfach. Jetzt warten wir mal, bis das fertig ist. Und jetzt haben wir hier wieder unseren Lachs. Der sieht dann so aus. Guckt mal. Ne? So sieht dann der Lachs aus. Ich würde dann sagen, den lassen wir mal da. Den essen wir mal nett. Sicher, sicher. Und den hauen wir dann hier erstmal hier oben in unsere Essenskiste rein. Ne? So, wie gesagt, wenn es euch zwischendurch, wenn es mal schnell gehen muss und ihr habt nichts mehr zu essen und ihr habt auch zum Beispiel hier bei euch in den kleinen Anbauflächen mal das Essen einfach vergessen anzubauen und so weiter und so fort, habt keine Kartoffeln mehr. Ich rate euch immer dazu, geht angeln. Geht wirklich angeln. Haut zwei, dreimal die Angeln raus. Ihr seht, wie schnell das geht. Das dauert Sekunden, habt ihr hier einen Fisch an Bord und müsst euch erst einmal darum keine Gedanken machen, weil mit den Fischen werdet ihr auch relativ schnell satt. Und sofern ihr keinen großen Wels oder keinen großen Lachs bei euch auf den Grill drauf packt, könnt ihr drei kleine Fische dort ganz einfach deponieren. Das zeige ich euch gleich. Ich möchte nur noch mal angeln, damit ihr seht, wie schnell das geht. Ja, wenn ich hier ein paar Worte gesprochen habe, seht ihr, dass wir schon zwei Fische geangelt haben. Und schaut mal, es gibt wieder einen rohen Lachs. Unglaublich. Jetzt müssen wir es aber mal so machen, dass wir haben ja leider kein Licht mehr. Also stellen wir mal schnell eine Fackel her, damit wir hier was sehen, damit ich euch was zeigen kann. Und schaut mal, das Ding ist fertig. Da ist der Eintopf drin. Und wie macht man das jetzt? Einfach auf diese Tonschüsseln drauf im UI. Und dann einfach abschöpfen. Zack. Und schaut mal, schon haben wir hier unten das sogenannte Pilzomelett. Das sieht dann so aus. Wenn wir das hier reinpacken, sieht das dann so aus. Ja, das trägt er dann vor sich her. Und dann können wir dann ganz einfach Pilzomelett essen. Und jetzt keine Zeit verlieren. Einfach wieder auf E drücken. Und das nächste wird schon gekocht. Und wenn wir das jetzt essen, dann werden wir nicht nur satt durch dieses Masterfood, sondern wir kriegen dann eine kleine Bonusleiste hier unten im UI. Was heißt das? Diese Bonusleiste sorgt dafür, dass wir noch länger satt sind. Na, das zeige ich euch dann auch gleich. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir wenigstens noch einen kleinen Schluck trinken mit unserer neuen Flasche. Hier, schaut mal, ne? Da gehen genau 5 Schluck Wasser rein. 1, 2, 3, 4 und 5. Ja, das seht ihr. Also das macht mehr wie satt. Auch wenn man sehr, sehr viel Durst hat, das löscht unheimlich schnell den Durst und ist richtig, richtig geil. Ne? Also vor allen Dingen ganz einfach, einfach wieder das Meerwasser nehmen hier rein und das verdunstet dann und wird dann wieder zu trinkbarem Wasser. Ganz, ganz einfach. Hier kocht das Ding durch und jetzt möchte ich euch noch anhand der Küche zeigen, dass man dann hier auch drei Fische hintrapieren darf. Guckt mal, drei kleine. Wir nehmen jetzt mal ein paar Heringe. Bam, bam, bam. Und dann könnt ihr mit einem Mal drei Heringe durchgaren. Und wenn ihr die drei Heringe gefuttert habt, stellt das auch sehr, sehr viel, also wie soll ich denn das sagen, das Sättigungsgefühl ist dann unheimlich groß. Ne? Also es macht nicht komplett satt, die Leiste wird nicht komplett voll, aber schon zu einem sehr, sehr großen Teil. So, das war es jetzt mit dem Essen, wir speichern nochmal schnell und jetzt gehen wir mal an die Werkzeuge. Was brauchen wir denn für die Insel Balboa? Ich würde euch immer für die Insel Balboa empfehlen. Auf der Insel gibt es sehr, sehr viele Bären.
Ich würde schon da davon ausgehen, der Rucksack von euch ist nicht so groß. Ich habe hier den sogenannten Master-Rucksack dabei, den großen Rucksack. Ja, den habe ich mal hergeholt durch eine Modification, um euch das alles ein bisschen besser zu zeigen. Ich wollte gerade sagen, verschwinde Hai. Mist, jetzt haben wir kein Holz mehr. Holen wir uns mal schnell noch ein bisschen, damit wir hier noch mal schnell das Ding reparieren können. So, wieder zum Thema. Wir gehen einmal rein in die Waffen und dann zeige ich euch mal, was ihr mindestens braucht, um auf der Insel Balboa zu überleben. Ich würde euch raten, wenn ihr ganz normale Waffen mitnehmen wollt, beziehungsweise ihr euch wehren wollt und vor den Bären zum Beispiel Reis ausnehmt, keine Nahkampfwaffen benutzt, dann nehmt bitte einen Bogen mit, ganz klar, und erforscht auch die Metallpfeile. Die Metallpfeile gehen ganz, ganz einfach zu erforschen. Geht dann bitte hoch an den Forschungstisch, das zeige ich euch auch gleich. Dann scrollen wir mal runter und dann zeige ich euch die Mats, die ihr braucht, um an die Pfeile ranzukommen. Hier ist der Speer. Für Nahkämpfer geil, aber für die Fernkämpfer unter euch würde ich es nicht empfehlen. Und ihr braucht hier einfach einen Metallbarren, eine Feder und eine Planke und dann könnt ihr die Metallpfeile, könnt ihr dann lernen, ne, das Rezept. Mit die Metallbarren habe ich euch vorhin gesagt, was ihr da machen müsst, in den kleinen Inseln, außen rumschwimmen an den Felsformationen unter Wasser. Wie ihr die Federn bekommt, ist auch ganz, ganz einfach. Da gibt es ja das sogenannte, Moment, ich muss es gerade mal gucken, wie das Ding heißt, da gibt es ja das sogenannte Vogelnest. Dieses Vogelnest könnt ihr dann unter Wasser, gibt es dann zum Beispiel auch auf den kleinen Inseln, gibt es eine Riesenmuschel. Dann gibt mit ein paar Planken, ein paar Beinen mit Blättern, könnt ihr euch hier diese Vogelnester bauen. Und guckt mal, in diesen Vogelnestern, wenn sich dann die Möwen hier niedersetzen, hinterlassen die diese Federn. Und so bekommt ihr diese Federn. Eigentlich ganz, ganz einfach. Ein ganz, ganz simples Prinzip. Und schon habt ihr hier die Möglichkeit auf Metallpfeile. Die machen deutlich mehr Schaden wie die Steinpfeile. Würde ich euch empfehlen auf der Insel Balboa, weil da habt ihr mit so viel Bären dort so viel Kontakt, dass es sich wirklich lohnt, hier richtig was rauszubauen. Ja, also ich würde vorneweg mal sagen, ohne 30 Pfeile oder sogar noch ein bisschen mehr, braucht ihr nicht loslaufen. Ich würde auch davon ausgehen, dass ihr nicht nur einen Bogen braucht, sondern zwei. Ganz, ganz wichtig, im späteren Spielverlauf gibt es dann auch die Möglichkeit, dort einige Tiere zu fangen. Das zeige ich euch auch noch. Es gibt dann immer zwei, drei Tiere auf der Insel. Und ganz am Anfang, und wenn ihr euch zum Beispiel dessen auch noch unsicher seid, was ihr noch machen könnt, es gibt dann sogar die Möglichkeit, ich muss kurz mal gucken, ob wir das hier schon herstellen können. Nein, können wir noch nicht machen, da fehlt uns noch was. Ihr könnt zum Beispiel dafür sorgen, wenn ihr schon auf einer großen Insel wart, und ihr habt zum Beispiel schon einen Alpaka gefangen und nicht wie ich eine Ziege oder so ein kleines Huhn, dann habt ihr schon die Möglichkeit, euch mit der Wolle von dem Alpaka, könnt ihr hier schon etwas Rüstung zusammenbauen. Ja, ne? Also ihr seht ja schon alle Rezepte, die ich gelernt habe. Und hier oben dann zum Beispiel habt ihr hier die Möglichkeit, ne, Lederbeinschützer, die Lederweste und den Helm zu bauen. Da fehlt uns einfach nur Wolle. Wolle gibt es dann von Alpakas, die ihr an den großen Inseln, wie soll ich das sagen, gefangen nehmen könnt und bei euch aufs Raft draufpacken könnt und mit einer Schere könnt ihr die dann schneiden und so bekommt ihr dann Wolle raus. Ne? Am Tag, glaube ich, gibt es eine Wolle pro Alpaka. Ganz, ganz einfach und simpel. Jetzt haben wir uns eigentlich soweit vorbereitet. Den Bogen haben wir da. Ich würde dann sogar sagen, wenn ihr alles von der Insel mitnehmen wollt, stellt oder craftet euch bitte auch eine Metallaxt. Es gibt da schon sehr, sehr viele Bäume zum, wie soll ich das sagen, es gibt dann schon sehr, sehr viele Bäume zum Mitnehmen. Es gibt neue Arten der Bäume. Es gibt nicht nur Palmen, nein, hier gibt es zum Beispiel auch die sogenannten Nadelwälder. Hier gibt es dann auch Tannen zum Wegmachen und so weiter und so fort. Die geben euch mehr Holz als die bis jetzt, die Bäume. Und die geben euch auch neue Samenarten, ja, die sogenannten Pinien. Mit den Pinien könnt ihr dann eure eigenen Bäume, eure eigenen Nadelbäume auf dem Raft züchten. Und so könnt ihr dann zum Beispiel fast autark, ohne dass ihr irgendwann mal an Land gehen müsst, könnt ihr dann euren eigenen Nadelwald produzieren, wenn ihr Bock habt. Übrigens, noch ein kleiner Tipp ganz zum Schluss. Diese Insel, sobald ihr diese Insel anfahrt, meine Lieben, ist es tatsächlich so, in Raft werden diese Inseln jetzt auf dem Meer auch freigeschalten. Das heißt, mit einer ungefähren Chance, ich glaube zwischen 10% und 20%, habe ich mal so vage gehört, das sind nur Vermutungen, das wurde damals nicht bestätigt, ist es jetzt tatsächlich so, dass sobald wir wieder auf dem Meer rausfahren und an kleinen oder größeren Inseln vorbeischippern, gibt es auch jetzt die Möglichkeit bei großen Inseln, dass das ein kleiner Ableger der Insel Balboa ist. Das heißt, die großen Inseln sehen dann tatsächlich so aus wie die Insel Balboa. Das kann sein, das muss aber nicht. Okay?
Dann, meine Lieben, würde ich sagen, das waren die Vorbereitungen für unseren großen Trip nach Balboa. Das war Teil 1. Wir haben jetzt mal ein bisschen was hergestellt. An Essen habe ich euch gezeigt, was man alles, ne, was man machen kann. Hier zum Beispiel ne, Pilzomelette. Jetzt haben wir 2 Stück. Denkt dran zu trinken. Solltet ihr bitte die Flaschen basteln. Das ist ganz, ganz wichtig, die leeren Flaschen. Dazu am besten den Reiniger. Diese Reiniger fassen auch sehr, sehr viel Wasser, sodass ihr komplett eine Flasche mit einem Reiniger komplett abfüllen könnt. Ihr seht es, ne? 5 Schlücke passen in einen Reiniger rein, 5 Schlücke passen bei euch in eine Flasche rein. So, und dann würde ich sagen, trinken wir mal aus. Ne, ihr seht ja, 5 Schluck können wir trinken, da können wir ganz, ganz lange überleben. Das zeige ich euch auch beim nächsten Mal, ob die Vorbereitungen hier tatsächlich gefruchtet haben. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, was das Pilzomelett ausmacht. Schaut mal bitte hier links, also neben mir hier diese Leiste an. Und jetzt schaut mal, wie viel die sich auffüllt. Also schon extremst viel. Moment, ich gehe mal mit meinem Avatar noch ein ganz kleines bisschen nach rechts. So, jetzt seht ihr die Leiste komplett und guckt mal. Da ist jetzt auf der Seite so ein ganz kleines gelbes Feld entstanden. Seht ihr das? So ein ganz kleines gelbes Feld. Dieses gelbe kleine Feld heißt, das ist der sogenannte Sättigungsbonus. Und dieser Sättigungsbonus füllt sich jetzt gerade eben auf. Der macht uns nochmal deutlich satter. Das heißt, für die nächste Zeit müssen wir erstmal nicht mehr an Essen denken, weil der kleine Balken, solange der da ist, werden wir erstmal nicht mehr hungrig, weil das dauert ewig, ehe das sich abgebaut hat. Das ist der Vorteil von diesen Rezepten, von diesen Essen, was man hier aus der Küche herbekommt. Ne? Das ist im Prinzip mit jedem Rezept dasselbe und so weiter und so fort. Das ist dann egal. Es gibt dann noch viel, viel mehr Rezepte. Da habe ich aber auch schon mal einen ausführlichen Guide drüber gemacht. Wie gesagt, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und dann würde ich mal sagen, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Und dann gehen wir in der nächsten Folge auf die Insel Balboa. Und dann schauen wir mal, was wir so auf der Insel Balboa anstellen dürfen. Okay? Meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch hier im Teil 2 meines großen Balboa-Guides hier dabei seid. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!